kurz vor dem Strafraum. Liga. Erste Runde. Und ihn zu Hause an den Fertigschirm für diese Pokalpartie. Ja, allzu lang darfst du nicht warten. Klavan, der Äste in der Innenverteidigung, die kommt den Einstieg zu finden in diese Partie. Die Augsburger genauso wie der BVB. Da haben sie aber jetzt unter Druck gesetzt und der Freistoß für den FC. Tick zu viel Zeit, da den Ball vielleicht unter Kontrolle zu bekommen. Aubameyang, jetzt wird es gefährlich für die Augsburger. Und da ist Stafylidis, der Grieche, mit einem erstklassigen Sliding Tackling, sagte man früher. Sehr fair vom Ball getrennt. Eine Lücke. Versuchen es eher dann mit den weiten Bällen oder mit so einem Chip hier beispielsweise mal in das Mittelfeld so weit hinein, kurz vor dem Strafraum. Aber damit können die Augsburger zurückgebracht. Erste Runde. Ja, da im defensiven Mittelfeld fahren immer die Zone da raus. Ganz geschickt gemacht von Aubameyang. Und manchmal muss der Ball Arjan. Jetzt Aubameyang. Klavan kommt zu spät, aber Hitz ist da. Zweite Chance, Gündogan, Ball im Tor, aber vorher abgepfiffen. Geschafft, das erste Mal eigentlich, und Klavan rutscht da rein und Aubameyang mit dem langen Bein dann gegen den Innenverteidiger Schmelzer. Klavan. Fehlpass. Direkt der Versuch für Aubameyang, aber Ramos kann dann am Ende abschließen. Links wäre die Möglichkeit für Castro, aber der Ball landet bei Aubameyang. Bisschen zu lang gewartet. Da kommt er. Muss ihn aber einmal prallen lassen. Und Aubameyang, nur das Standbein. Zweiter Versuch, Castro. Mehr Raum jetzt für die Dortmunder, die schaffen sie sich. Und Aubameyang macht das Tor. Eher aus der Tiefe kommt der Ball. Mkhitaryan, Piszczek und dann... Hier nochmal der Pass von Mkhitaryan. Bisschen Glück hat Piszczek, der danach setzt gegen G. Und dann ist Aubameyang natürlich gnadenlos. Der wird sich mächtig geärgert haben über die Chance vorher. Aber das Ding hier, das hat er richtig schön versenkt. Genommen, dass er ihn nach außen leiten kann. Und jetzt Mkhitaryan mit der Schusschance. Und der Ball springt ein bisschen, wird ein Aufsetzer. Und das ist das 2:0. Spiel ganz einfach geöffnet, der Pass von Kagawa für und noch leicht abgefälscht von Klavan. Es war gar nicht der Boden, der ihn zum Aufsetzer machte und so unberechenbar, sondern es ist der Fuß von Liga, der sich das nicht vorwerfen muss.
Tor gegen Gündogan. Lässt Gräfe aber laufen, weil Dortmund im Ballbesitz bleibt. Aubameyang und Mkhitaryan rutscht in den Geschichte aus dem Frankfurter Spiel, hatte ich schon erzählt. Ah, da kommt er einfach nicht dran. Das ist immer mit Thomas Tuchel offensichtlich eine gute Wahl getroffen. Dortmund wieder komplett. Da ist er. Nötige 3:1 hinzuarbeiten, und das haben sie geschafft. Ah, die Dortmunder machen das.